jetzt haben wir hier zwei besondere Schätze. Ja, Wahnsinn. Zwei reinrassige Rennfahrzeuge. Super. Ja, hier der 2,8 auf der Basis vom 2,7 RS aufgebaut. Ne? Richtig. Und im Sommer 72 habe ich gehört. Das erste Mal auf der Straße gestanden. Ein Jahr später kam dann der 3 Liter. 3 Liter RSR. Und natürlich zwei Autos, die also unzählige Siege eingefahren haben. Also das ist unglaublich. Ne? Das und ist wunderschön, muss ich sagen. Ja, also das, ja, ist wirklich das nochmal für den Motorsport. Einfach diesen RS ausgereizt als RSR-Version. Einfach. Normale ist schon super, aber wenn du das siehst, noch mit dem breiten Kotflügel und so, da kriegst du die Gänsehaut. Kommen wir noch kurz zu den Eckdaten. Das ist ein 2,8 Liter Motor, das heißt nochmal mehr Hubraum. Nochmal, ich glaube 300 PS. Genau, 300 war die Basis PS. Damals. Was natürlich wieder ganz entscheidend ist, 900 Kilo Gewicht. Nochmal leichter geworden. Unfassbar, gell? Das ist also Wahnsinn. Natürlich alles verstärkt, natürlich die großen Reifen drauf. Und also einfach ein Gran Turismo per excellence. Und dann für mich eigentlich so das Highlight, weil das Design ist jetzt original, wie damals das Auto gestartet ist bei der Targa Florio. Ja. Das ist der 73. Für mich eines der schönsten Autos vom Design, ja, und auch absolut. Von der Kontur, von allem. Das ist perfekt. Also das dieses Auto wurde Dritter, hat den dritten Platz belegt mit Claude Haldi. Jawohl, das stimmt. Und Leo Kinnunen bei der Targa Florio. Genau. Ja, das richtig. Schwesterauto hat gewonnen. Hat gewonnen, ja. Reis von also, mehr Erfolg kann man gar nicht haben. Na. Das Auto hat sich ja dann einmal beim Training überschlagen, mhm, und deshalb dieses rote Dach, weil sie keine andere Farbe nicht hatten. Okay. Da haben sie dann kurz vorm Start zur Targa Florio haben so eine Farbe, eine rote Farbe genommen und haben das Dach so gemacht. Darum schaut das aus. Walter, lass uns mal das Schätzchen nebendran angucken, den orangenen, die letzte Ausbaustufe des RSR. Ja, 74, 3, ne? Genau, richtig. 3,0 Liter, 320 PS, 330 PS, 920 Kilo. Das hat 74. Ich glaube, die ersten 8 Plätze im 4-Europapokal, Trends-M-Meister, Imsa-Meister, 1975 die Top 10 in der 4-Europameisterschaft belegt. Fahrwerk, glaube ich, habe ich gehört, erstmals neben der Drehstabfederung auch noch eine Schraubenfeder, ja, dazu. Ne? Also das ist absolut aufgerüstet worden, der Topstand. Und ich glaube, das sind die Autos, mit denen einfach der Mythos Porsche gegründet wurde. Die vielen Siege über richtig die Jahrzehnte, richtig, das waren diese zwei Autos. Und da kann man nur mit Ehrfurcht davor stehen, richtig, und sagen, boah, schön, dass es sowas noch gibt. Gell? Das ist vor allen Dingen weltweit und diesen Mythos RSR-Rennsportrennen bis gestartet, ne? Bis heute. Ja, bis zum heutigen Zeitpunkt.